Drei maskierte Männer sind in das Haus eingebrochen und gehen von Zimmer zu Zimmer. Janice hat sich unter dem Bett versteckt und zum Glück hat sie ihr Handy mitgenommen. Sie versucht nun, per SMS Hilfe zu rufen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute verschlägt es uns auf die Philippinen, genauer gesagt auf die große südliche Insel, und zwar in die Stadt Mlang. So oder so ähnlich spricht man das bestimmt aus. Und wir sind in der Provinz Cotabato. Die Stadt hat ca. 90.000 Einwohner und sie ist ziemlich im Inneren der Insel, also nicht am Strand oder so. Es ist der 10. Dezember 2021. Die 17-jährige Janice versteckt sich unter ihrem Bett. Drei maskierte Männer sind in das Haus der Familie eingebrochen. Sie gehen von Zimmer zu Zimmer. Sie greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Es ist der absolute Horror, den sie erlebt. Janice hat es geschafft, unter das Bett zu schlüpfen, aber sie hat keine Ahnung, wann die Tür zu ihrem Zimmer aufgehen wird, wann sie reinkommen werden und ob sie sie dann unterm Bett vielleicht entdecken werden oder nicht. Sie zittert vor Angst, sie hält sich selber den Mund zu, um nicht entdeckt zu werden, um ja keinen Laut von sich zu geben. Sie malt sich die schlimmsten Dinge aus, wie sie an den Knöcheln unter dem Bett hervorziehen. Kurz gesagt, sie hat furchtbare Angst, aber sie hat ihr Handy mitgenommen und sie schreibt jetzt ihrer Familie eine SMS in den Gruppenchat und sie hofft, dass ihre Eltern die lesen und vielleicht Hilfe schicken. Ihre Eltern, die sind beide bei der Arbeit, sie ist allein mit ihren Geschwistern zu Hause und sie schreibt jetzt in diese Chatnachricht: Drei maskierte Männer haben das Haus betreten, sie greifen uns an, bitte, bitte helft mir. Ich kann sie schreien hören, sie tun uns weh. Es ist 14.48 Uhr, Janice kann ihre Geschwister um Hilfe schreien hören, aber sie bekommt keine Antwort auf ihre Textnachricht. Beide Eltern sind wie gesagt bei der Arbeit und die sind natürlich auch nicht die ganze Zeit am Handy. Es dauert, bis sie das sehen, aber sie weiß nicht, was sie jetzt sonst tun soll, an wen sie sich wenden soll. Und so ist ihre einzige Rettung das Handy. Sie kann aber auch nicht jetzt irgendjemanden anrufen, das würden die Leute, die Einbrecher ja hören. Und so postet sie dann 12 Minuten später auf Facebook. Da schreibt sie dann: Leute, helft mir bitte, jemand ist ins Haus eingebrochen, Hilfe, bitte, bitte, ich will nicht sterben, ich bin hier in einem Zimmer, ich verstecke mich gerade, bitte helft. Und dann hört sie Schritte, die sich ihrer Tür nähern. Sie weiß nicht, ob es ein Elternteil ist, sie weiß nicht, ob es vielleicht die Polizei ist oder ob es vielleicht die Einbrecher sind. Die Familie Marquardt, die besteht eigentlich aus Lovella und Cruz, den Eltern, und ihren Kindern Gwen und Louis. Beide sind im Teenageralter, sie sind also zu viert. Aber eines Tages kommen Gwen und Louis nach Hause und sie sagen: Mama, Papa, wir müssen dringend über was reden. Sie versuchen jetzt ihre Eltern davon zu überzeugen, dass sie ein fünftes Familienmitglied brauchen. Und zwar, es geht um Gwens beste Freundin Janice. Sie und ihr Bruder möchten, dass die Eltern Gwens beste Freundin Janice adoptieren. Die Eltern haben natürlich Vorbehalte. Wer hätte das nicht? Das ist eine total verrückte Idee. Ich weiß nicht, ob viele Mädchen in dem Alter auf die Idee kommen, dass man ihre beste Freundin adoptieren soll. Vor allem, was ist die Motivation dahinter? Aber die Kinder haben schon gute Argumente. Sie sagen: Okay, sie ist eine Waise, sie zieht von Haus zu Haus, sie arbeitet als Kindermädchen und sie haben schon recht, so wird Janice keine gute Zukunft haben. Sie kann nicht mal zur Schule gehen, sie kann nicht studieren, sie hat keine Kinder, sie muss ständig arbeiten und sobald die Familie entscheidet, dass sie kein Kindermädchen mehr braucht, dann wird sie wieder rausgeschmissen, dann steht sie auf der Straße. Janice ist 17, sie wurde gezwungen, erwachsen zu werden, als sie 5 Jahre alt war. Sie hat einfach keine Chance in dieser Welt, auf den Philippinen, wenn sie sich so über Wasser halten wird. Also besser gesagt, die Chance besteht, dass sie dann nicht nur auf der Straße landet, sondern auf dem Strich. Also betteln die beiden Geschwister, Gwen und Louis, die Eltern an, sie zu adoptieren. Sie versprechen, oh, sie wird kochen und putzen, sie wird die Wäsche machen, all das. Wir müssen sie nicht mal bezahlen und sie will sich nur sicher fühlen. Also es ist so ein bisschen auch so ein Geschäft angedacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so die Argumente sind, weil ja, wenn man ein Kind adoptiert, dann ja wahrscheinlich nicht mit dem Hintergedanken, dass sie kochen, putzen und die Wäsche waschen wird.
Die Eltern hören sich das alles an, es klingt alles sehr schlimm, sie haben aber natürlich ihre Vorbehalte. Das Haus ist klein, sie haben mit den beiden Teenagern auch schon richtig genug zu tun. Louis ist 16, Gwen ist gerade 18 geworden, aber die sind stur und beide sind auch bereit, Abstriche zu machen. Louis ist sogar bereit, sein Zimmer aufzugeben und im Wohnzimmer zu schlafen, also für einen 16-jährigen Teenager. Das will schon was heißen. Und sie kommen den Eltern natürlich auch mit Argumenten wie, ihr habt uns immer gesagt, dass wir unseren Freunden in Not beistehen müssen und jetzt ist so ein Fall. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Eltern lassen sich breitschlagen. Gwens Freundin Janice ist noch ein Kind, genau wie ihre eigenen Kinder. Sie hat eine Chance verdient. Die Eltern lassen sich also breitschlagen und sie erklären sich bereit dazu, sie zu adoptieren. Die Familie ist sehr religiös und sie sind auch finanziell nicht ganz schlecht gestellt. Und so denken sie, vielleicht hat uns der Herr genug Geld gesegnet, um unsere Familie zu versorgen und noch ein bisschen mehr, weil wir vielleicht dazu bestimmt sind, eben Janice zu helfen und sie ebenfalls zu versorgen. Sie nehmen also Janice in die Familie auf, sie leiten den Adoptionsprozess ein und sie erhalten die offiziellen Papiere. Cruz Marquardt, das ist der Vater, der arbeitet als Grundschullehrer. Das ist seine offensichtliche Passion, er macht das total gerne. Er wird ständig hochgelobt für seine gute Arbeit, eine Beförderung ist in Aussicht. Seine Frau Lavella ist Rektorin an derselben Grundschule. Zwar verdienen die beiden nicht so wahnsinnig viel, aber für die Verhältnisse vor Ort schon ziemlich gut. Als Lehrer und Schulleiterin gelten sie in der Stadt als privilegiert. Sie besitzen Land, was eine bedeutende Tatsache ist. Viele Familien in ihrer Umgebung müssen sich dagegen oft zwischen Essen und Bildung entscheiden. An Landbesitz können die gar nicht denken. Louis Marquardt, sein Spitzname ist Boy Boy. Er ist der Jüngste der Familie, er ist 16 Jahre alt. Er ist auch so ein bisschen der Charismatiker in der Familie. Er ist ruhig, aber hat so eine gewisse Energie, die er ausstrahlt. Also wenn man ihn trifft, dann erzählt man ihm schon gerne mal seine Geheimnisse. Er ist einfach so ein Typ. Er ist sehr warmherzig und beruhigend. Die Leute fühlen sich einfach geneigt, sich ihm zu öffnen. Er verurteilt Leute auch nicht. Er findet immer einen Weg, sich mit jedem zu unterhalten, damit derjenige sich nicht alleine oder seltsam fühlt. Er hat auch große Ambitionen. Er möchte Anwalt werden. Er ist sehr klug, aber auch sehr kreativ. Er spielt Gitarre, er liest, er zeichnet gerne. Seine ältere Schwester Gwen, die ist so die richtig Fleißige in der Familie. Sie ist schlau, wie ihr Bruder auch, aber sie ist besonders ausdauernd und willensstark. Zum Beispiel war sie als Kind nicht nur bei den Pfadfindern, sondern sie hat auch jede Stufe dieses Pfadfinderprogramms in ihrer Freizeit absolviert. Und das sind viele, verdammt viele. Sie schreibt sich schon, als sie noch in der Highschool ist, an der örtlichen Universität ein für die Vorbereitung auf ein Medizinstudium. Das ist ihr Plan. Also offenbar haben die Eltern bei der Kindererziehung schon einiges richtig gemacht. Die Marquardts generell sind sehr beliebt. Sie werden ständig zu gesellschaftlichen Veranstaltungen eingeladen und sind hoch angesehen in ihrer Community, da wo sie wohnen. Janice, die ist Kindermädchen für einen der Freunde der Familie Marquardt, also die wird zu diesen Partys mitgenommen, aber sie ist halt dann beschäftigt, sie läuft dann herum, sie passt auf alle kleinen Kinder auf der Party auf. Also die anderen, Gwen und Louis zum Beispiel, die sind einfach auf dieser Party, um Spaß zu haben und halt um zu feiern, aber Janice ist dort, um zu arbeiten. Und Gwen hat sie bei mehr als einer Gelegenheit bemerkt, dadurch kennen sie sich, die beiden. Sie kommt mit ihr ins Gespräch, die verstehen sich auf Anhieb. Janice ist ein Jahr jünger als Gwen, sie ist 17. Und die beiden sind schnell ein Herz und eine Seele, sind kaum voneinander zu trennen, nachdem sie das erste Mal ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgegangen sind. Nämlich immer, wenn Janice ein paar Stunden frei hat, dann machen sie gemeinsam aufwendige Fotoshootings und Clips für TikTok und so weiter. Das machen sie richtig mit Passion. Sie hängen Laken auf und Lichterketten im Hinterhof. Sie versuchen also die goldene Stunde zu erwischen, um das beste Licht zu haben. Sie schminken sich, frisieren sich gegenseitig, sie albern stundenlang herum. Sie versuchen einfach die besten Fotos zu machen. Also typische Teenager halt. Es scheint also, als wären sie richtig, richtig gute Freunde. Und Louis ist dabei so ein typischer jüngerer Bruder. Er streckt dann so sein haariges Bein in die Kamera, damit sich die Mädchen ärgern, wenn sie filmen. Also er ärgert die ein bisschen, aber die nehmen ihm das nicht wirklich übel. Also die lachen dann alle gemeinsam. Also alle drei verstehen sich richtig gut. Und Gwen hat irgendwann das Gefühl, dass sie sich gut genug angenähert hat, um zu fragen,
warum machst du das eigentlich? Warum arbeitest du als Kindermädchen für diese Familie? Also, es ist nicht so, dass Janice da Spaß dran hat, das merkt man und das hat auch Gwen gemerkt. Sie fragt sie danach. Sie fragt, ob sie Geld für ihre Eltern verdienen muss und ja, Janice öffnet sich ihr und sagt, sie hat gar keine Eltern, sie ist waise. Sie erzählt Gwen an ihre Lebensgeschichte, die ist schon ziemlich herzzerreißend. Sie sagt, ihre erste richtige Erinnerung beginnt, dass sie 8 Jahre alt ist. Davor erinnert sie sich nicht an wirklich viel, nur daran, dass sie eben 8 Jahre alt war und dass ein Fremder sie da gefunden hat. Zu dem Zeitpunkt war sie alleine auf einem Schiff, einem riesigen Boot und ihre Eltern waren einfach nirgends zu finden. Und Janice glaubt, dass sie einfach da ausgesetzt worden ist und dass sie da im Stich gelassen worden ist. Der Fremde, der sie da findet, der ist wirklich nett, der hilft ihr dabei, ihren Namen und ihr Bild auf Facebook zu veröffentlichen. Die haben auch in so, sie posten dann auch in so Online-Foren und so weiter, um so einfach um herauszufinden, ob die Eltern vielleicht nach ihr suchen, ob sie ein vermisstes Kind ist oder so. Aber auf diese Anzeigen, auf diese ganzen Posts und so, da antwortet niemand, niemand meldet sich, niemand scheint Janice zu vermissen. Und so landet Janice beim philippinischen Amt für Soziales und Entwicklung. Und das ist der erste Schritt ins Waisenhaus. Sie gelangt von Waisenhaus zu Waisenhaus und dann wird ihr vor kurzem eben dieser Job als Kindermädchen für eine junge Familie angeboten. Und den nimmt sie natürlich an, auch wenn sie den Job nicht leiden kann. Aber es ist halt hart für sie. Sie sieht dann auch, wie die Kinder dieses wunderbare Leben in einer Familie leben, die sich um sie kümmert. Und das hat sie halt alles nie gehabt. Sie sieht Gwen und die anderen Teenager bei Veranstaltungen. Sie sieht, wie sie Spaß haben, wie sie feiern, anstatt arbeiten zu müssen. Sie bekommt natürlich mit, dass sie Eltern haben, die sie mit nach Hause nehmen, die sie unterstützen. Und es ist halt das typische Waisenkind-Drama, wie es in jedem Buch steht und naja, wie es halt leider auch Wirklichkeit ist. Janice erzählt Gwen jedenfalls, was sie sich als Kind am meisten gewünscht hat, nämlich mit anderen Kindern herumlaufen zu können. Sie wünscht sich, dass sie dabei hinfallen würde, sich das Knie aufschürfen würde und dass dann halt einfach eine Mama da wäre, zu der sie laufen kann, die sie trösten würde. Das sind so diese kleinen Mädchenfantasien, die sie da hatte. Sie wünscht sich, sie müsste sich natürlich auch nur darum kümmern, gute Noten zu bekommen, am College angenommen zu werden. Stattdessen muss sie sich damit auseinandersetzen, dass sie aufpassen muss, dass sie nicht gefeuert wird. Und als Gwen diese Geschichte hört, das geht ihr ziemlich nahe. Sie merkt, welches Privileg sie mit ihrer Familie hat und dass es ihr vor allem im Verhältnis zu Janice überaus gut geht. Die Eltern von Gwen und Louis legen Wert darauf, dass sie ihren Teil ebenfalls erfüllen. Also jeder muss mit anpacken, gute Noten schreiben, verantwortlich handeln. Die müssen auch sonntags in die Kirche gehen. Es gibt jede Menge Regeln im Haushalt. Sie sind eigentlich ziemlich strenge Eltern, aber Gwen und Louis, die respektieren ihre Eltern dafür. Die wissen schon, dass es ihnen ziemlich gut geht. Janice wurde jetzt also adoptiert. Die ganzen Papiere sind fertig und sie zieht bei den Marquards ein. Sie zieht tatsächlich in Louis' Zimmer ein und er zieht aus. Er schläft jetzt dauerhaft auf der Couch im Wohnzimmer von dem Moment an, als Janice einzieht. Und alle behandeln sie wirklich wie ein Familienmitglied. Alle wollen, dass sie sich hier wie zu Hause fühlt. Sie melden sie sofort in der Schule an. Und Janice geht es wirklich gut. Sie muss sich jetzt nicht mehr Sorgen machen über die Arbeit und über das Essen auf dem Tisch. Sie kann einfach Kind sein. Sie hat eine reale Chance auf eine Schulbildung und eventuell dann sogar aufs College zu gehen. Sie sagt, dass sie zum ersten Mal den Luxus hat, über ihre Zukunft zu träumen, darüber, was sie einmal werden will, wenn sie erwachsen ist. Das hat sie einfach noch nie getan, weil sie bislang gar nicht die Chance hatte, irgendwie viel aus ihrem Leben zu machen. Und die drei Geschwister kommen sich immer näher, die machen dann ihre Fotoshootings zusammen, sie verbringen richtig viel Zeit zusammen. Die Familie fährt auch gemeinsam auf Urlaub. Es ist so ziemlich der erste Urlaub, den Janice generell erleben darf. Das erste Problem mit Janice kommt ein paar Monate nach ihrer Adoption auf. Die Familie besitzt ja ein bisschen Land, die bauen auch ein paar Sachen an, die haben auch ein paar Tiere dort, unter anderem Schweine. Und Cruz hat eines dieser Schweine für ungefähr 200 Dollar verkauft. Er bekommt dafür Geldscheine und viele Münzen, also er bekommt das Geld ziemlich klein ausbezahlt. Und das steckt er in ein Glas mit Bargeld. Da im Hauptschlafzimmer haben sie so ein Glas, wo halt so ein Notgroschen aufbewahrt wird.
Im selben Monat kommt es zu einem Corona-Fall in der Familie und die Erkrankten müssen sich in einer staatlichen Einrichtung unter Quarantäne stellen lassen. Also auf den Philippinen mussten die tatsächlich in so eine Einrichtung gehen, wenn sie Corona hatten. Die durften nicht zu Hause bleiben oder so. Und während diese Familienmitglieder, also ich weiß jetzt nicht genau, wer wirklich krank war, aber in dieser staatlichen Einrichtung, da ist es natürlich nützlich, wenn man ein bisschen Geld dabei hat für Lebensmittel, für Vorräte, für Kleinigkeiten, was man dort halt so braucht. Und Cruz, der denkt sich, ja, super, perfekt, die 200 Dollar, die ich da in die Asse stecken habe, die eignen sich da super. Er geht los, er will das Geld aus diesem Glas holen und er stellt fest, das Glas ist leer. Er fragt dann seine Frau, ob sie das Geld genommen hat. Er fragt die Kinder, ob sie das Geld genommen haben, aber alle sagen, nee, keine Ahnung. Wir wissen nicht, wo das ist. Und die suchen auch noch stundenlang danach. Die drehen hier das Sofakissen um, die schauen unter dem Kühlschrank, in den Teppich und unter dem Herd nach. Keine Ahnung, warum sie erwarten, unter dem Kühlschrank das Geld zu finden. Aber sie suchen und während sie da suchen, im Zuge dieser Suche, hebt eines der anderen Kinder Genesis Rucksack hoch, einfach um den Boden darunter zu untersuchen. Der Rucksack jedenfalls ist verdächtig schwer, das ist irgendwie seltsam, weil die Kinder haben gerade Fernunterricht, die müssen nicht zur Schule, es sind also keine Lehrbücher in den Taschen. Und so kommt natürlich die Frage auf, warum ist der Rucksack so schwer? Sie beschuldigen Janice jetzt nicht wirklich, sondern ja, die schauen sie alle so ein bisschen fragend an und irgendwie sind alle da und schauen sie an. Also das haben auch zufällig alle mitbekommen und Janice guckt so ein bisschen betröppelt. Und sie gesteht, dass sie das Geld genommen hat. Also sie hat so ein Geheimfach in dem Rucksack unten drinnen und wenn man diese untere Klappe da öffnet, dann kann man da was drin verstecken und ja, da drinnen ist eben das vermisste Geld. Die Marquardts sind jetzt aber eigentlich nicht mal wirklich wütend. Also Cruz ist nicht richtig sauer auf Janice, er ist enttäuscht natürlich. Die sind alle verwirrt und enttäuscht und die Janice, die ist auch jetzt ein Häufchen elend. Sie sagt, es tut mir so leid, ich weiß nicht mal, warum ich das genommen habe. Sie hat natürlich Angst, sie sagt, ich weiß jetzt, ihr hasst mich jetzt bestimmt, das ist schrecklich, es tut mir so leid, dass ich euch bestohlen habe. Ich verstehe es auch, wenn ihr mich aus dem Haus werfen wollt, wenn ihr mich loswerden wollt, ich verstehe, wenn ihr mir nie wieder vertraut, aber ja, es tut mir so leid. Die Marquardts sind verletzt, sie sind enttäuscht, aber irgendwie verstehen sie das natürlich auch. Janice ist mit nichts aufgewachsen, sie hat nicht die Sicherheit, die die Marquardt-Kinder haben, mit der die aufgewachsen sind. Also sie können das so ein bisschen nachvollziehen, das ist klar, auch wenn man ein Kind, vor allem so ein fast schon erwachsenes Kind aufnimmt, das schon so viel erlebt hat, dass es da auch Schwierigkeiten gibt und dass sowas halt auch vorkommen kann. Und so sagen sie, dass Janice ihre Tochter ist und dass sie sich natürlich nicht von ihr abwenden werden, weil sie was falsch gemacht hat, sondern sie beschließen für sich, ja, das Kind braucht mehr Führung, sie braucht mehr Halt und auch mehr Gewissheit. Das heißt, sie denken, sie müssen die Fehler von früher einfach ausgleichen und ihr das Selbstvertrauen geben und auch einfach die Zuwendung, die sie braucht. Das heißt, die Familie konzentriert sich jetzt darauf, das Vertrauen wiederherzustellen. Man versucht, Janice zu trösten und sie in ihrem Glauben zu bestärken, dass sie wirklich zur Familie gehört, dass sie eine Familie sind, dass sie sich nicht um Essen sorgen muss und um Dinge, die sie haben möchte. Und tatsächlich führt dieser Vorfall dazu, dass die Familie eigentlich noch enger als zuvor zusammenwächst. Am 10. Dezember 2021 morgens, die Marquardts machen sich fertig, um zur Arbeit zu gehen, die Eltern, da wendet sich Janice an sie und sie nennt sie zum ersten Mal Mama und Papa. Also bis jetzt hat sie sie beim Vornamen genannt, aber jetzt, das ist eine besondere Situation. Die beiden sind natürlich ergriffen, sie sind sehr stolz darauf und sie denken, sie sind auf dem besten Weg. Alles scheint jetzt wirklich gut zu gehen. Die Eltern gehen also zur Arbeit, sie küssen ihre Kinder noch auf die Wange, sie verabschieden sich liebevoll. Janice nennt sie Mama und Papa. Es ist ein großer Tag für alle Adoptiveltern, man fühlt sich akzeptiert, sie haben das Vertrauen des Kindes verdient. Cruz Marquardt ist heute mit einem breiten Lächeln unterwegs, er geht in die Arbeit, er ist richtig gut drauf. Er ist Lehrer und er hat an diesem Tag besonderen Spaß am Unterrichten. Er ist aber mitten im Unterricht, als sich irgendwann die Tür öffnet, ein Kollege den Kopf reinsteckt und sagt, keine Panik, Herr Marquardt, aber Ihr Haus ist durchwühlt worden, da sind Einbrecher, Sie müssen schnell nach Hause gehen.
So ruhig nimmt er das natürlich nicht auf. Er gerät in Panik, er rastet fast aus, er stürzt aus dem Klassenzimmer und er braucht etwa 15 Minuten, um in sein Auto zu steigen und den Weg von der Schule nach Hause zu fahren. Er weiß jetzt aber nicht wirklich, was passiert ist. Er weiß nur, sein Haus ist durchwühlt worden. Das ist ja jetzt keine sehr konkrete Aussage. Er weiß aber auch, seine drei Kinder sind zu Hause oder sollten zumindest zu Hause sein. Er hat Angst und zwar nicht um das Haus, sondern um die Kinder. Das Einzige, was er will, ist so schnell wie möglich zu den Kindern. In seiner Eile hat er auch den Hausschlüssel vergessen. So springt er aus dem Auto, er rennt zur Haustür, rüttelt an der Klinke, die geht gar nicht auf, ist zugesperrt. Er versucht sogar die Tür aufzubrechen. Also er wirft sich gegen die Tür, aber die rührt sich nicht. Dann fällt ihm ein, oh ja, die Hintertür. Er will seine Hintertür versuchen. Als er jetzt losgeht, da merkt er, wie es knirscht unter seinen Füßen. Und als er hinunterblickt, sieht er auf dem Boden eine blutgetränkte Decke und ein Messer, bei dem der Griff fehlt. Also es wurde wohl versucht, mit diesem Messer die Tür aufzubekommen und dabei ist der Griff abgebrochen. Er hämmert nochmal gegen die Tür, er schreit den Namen von seinen Kindern, dann rennt er ums Haus herum zur Hintertür, er ruft immer noch nach den Kindern. Aber das Haus ist komplett still, da dringt kein einziger Ton hervor, es ist richtig unheimlich still. Die Hintertür ist aber zum Glück offen, da ist selten abgeschlossen. Er überlegt dann natürlich, was ist denn jetzt da in dem Haus? Sind da Angreifer drin, sind da Einbrecher drinnen? Haben die Kinder vielleicht als Geisel genommen? Also ihm kommt verdächtig vor, dass die nicht rufen, er hört nichts, keiner antwortet ihm. Und so beschließt er erstmal leise zu sein. Wobei er gerade schon richtig Krach veranstaltet hat, aber er denkt jetzt, er geht mal leise rein, vielleicht kann er sich irgendwie anschleichen, vielleicht kann er irgendwelche Einbrecher ausschalten, falls da welche sind. Er geht also möglichst leise auf Zehenspitzen durch die Küche und dann kommt er ins Wohnzimmer und ja, alles in ihm bricht zusammen. Das ganze Wohnzimmer, überall ist Blut, man kann nicht mal den Boden sehen, weil da so viel Blut ist, überall liegen zerbrochene Vasen, überall sind Glasscherben, da sind Decken, die mit Blut getränkt sind und in der Mitte liegen die Leichen von zwei seiner drei Kinder und sie sind ganz offensichtlich ermordet worden. Wer auch immer das getan hat, muss eindeutig krank, total gestört, absolut wütend gewesen sein, denn die Verletzungen der Kinder, die sind wirklich schlimm, also einem der beiden fehlt sogar ein Ohr, das ist einfach abgetrennt worden. Ja, der Tag, der für Gruß Marquardt so fröhlich begonnen hat, ist zu einem absoluten Albtraum geworden. Er prüft, ob es irgendwas gibt, also er schaut, ob da noch Puls ist, ob die Kinder irgendwie vielleicht noch am Leben sind, aber das ist ziemlich eindeutig, beide sind tot. Und dann fällt ihm ein, okay, die beiden sind tot, aber eine fehlt. Wo ist sein drittes Kind? Er hat natürlich Angst, dass er jetzt über eine dritte Leiche stolpern wird, aber er muss nachschauen gehen, er ruft ihren Namen. Und schließlich hört er eine Tür knacken, ganz leise, aber sehr eindeutig. Und er stürmt auf diese Tür zu und tatsächlich, da steht Janice vor ihm und ihr scheint nichts passiert zu sein. Cruz findet seine Adoptivtochter, er untersucht sie hektisch, um zu sehen, ob sie verletzt ist. Aber sie ist nicht verletzt, sie ist nur triefend nass. Einen Moment lang hat er Panik, er weiß auch nicht warum, ist sie so nass, ist das Blut, aber es ist nur Wasser. Und ja, er fragt sie, was ist, warum sind deine Haare nass, wo bist du, verletzt, blutest du irgendwo? Und Janice steht da, sie ist am Hyperventilieren und sie sagt ihm, dass da drei Männer ins Haus gekommen sind und die haben Gwen und Louis angegriffen. Sie selber hat sich in ihr Zimmer gerettet und unter dem Bett versteckt. Sie hat solche Angst gehabt und sie hat die Schreie von ihren Geschwistern gehört. Sie wusste nicht, was sie tun soll. Sie hat überlegt, ihnen zu Hilfe zu kommen, aber sie hat halt nicht gewusst, was sie tun soll. Sie sagt immer, ich wusste nicht, was ich tun soll. Sie sagt, sie war total schockiert und sie hatte so eine richtige Panikattacke und das Einzige, was ihr in diesem Moment eingefallen ist, was sie irgendwie tun könnte, um sich zu beruhigen, war ein Bad zu nehmen. Ein Bad nehmen. Also ich liebe es zu baden, aber es gibt so Situationen, wo es mir vielleicht nicht einfallen würde. Sagen wir es mal so. Lavella, also
Die Mutter der Familie kommt kurz nach der Polizei am Tatort an. Sie sieht Janice, die klatschnass und weinend dastehen. Sie eilt zu ihr, sie umarmt sie. Sie sagt, oh mein Gott, zum Glück, es geht dir gut. Aber dann muss sie erfahren, dass ihre beiden anderen Kinder tot sind. Und natürlich bricht sie total zusammen. Beide Eltern brechen total zusammen. Sie fallen sich weinend in die Arme. Es ist ein Horrorzustand, überall ist Blut und das Haus wird natürlich abgesperrt, als Tatort abgesperrt. Die Polizei ist im Haus, ist sehr beschäftigt. Sie finden eine Fülle von Beweisen im Wohnzimmer, einfach verstreut. Also überall liegen verschiedene Dinge verstreut, die als Mordwaffen hätten benutzt werden können. Sie finden einen blutigen Baseballschläger, einen Hammer, ein paar Küchenmesser, einschließlich des Messers neben der Eingangstür, Pfannen, Töpfe, zerbrochenes Glas, Flaschen. All das liegt da herum, die Ermittler tüten alles feinsäuberlich ein, sie protokollieren alle Beweise, sie nehmen alles mit und dann wird natürlich versucht, diese potenziellen Waffen mit den Verletzungen der Geschwister abzugleichen. Gwen ist erstochen worden und zwar, das scheint sehr persönlich zu sein, also Erstechen ist ja generell ein relativ persönlicher Mord, aber der Mörder hat ja auch ins Gesicht gestochen, was auf ein gewisses Maß an Hass und Grausamkeit hindeutet. Und oft ist es auch ein Zeichen für Eifersucht. Gwen wurde also mehrere Mal ins Gesicht, in die Brust und in den Bauch gestochen. Sie hat Wunden an den Armen und Händen, was darauf hindeutet, dass sie bis zu ihrem letzten Atemzug gekämpft hat. Der Körper von Louis ist genauso schlimm zugerichtet. Die Polizei zählt 51 Stichwunden an seinem Körper. Die Leichen sind so sehr malträtiert, dass die Bestatter die Teenager wieder zusammennähen müssen, bevor sie beerdigt werden können. Die Ermittler, die den Fall untersuchen, haben bald eine erste Theorie. Die Angreifer sind ihrer Ansicht nach in das Haus der Marquardts eingedrungen. Sie stützen das auf die Aussagen von Janice und auf die vorgefundenen Beweise. Und die Polizei denkt, die Angreifer haben es auf eine der wohlhabenden Familien in der Gegend abgesehen. Die sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass das Haus leer sein würde, aber haben dann Nerven verloren, als sie auf die drei Marquardt-Kinder getroffen sind. Also das ist so die anfängliche Theorie der Behörden. Die wird aber schnell wieder fallen gelassen, sobald die Beweise ein bisschen ausgeweitet werden. Und so ist die nächste Theorie ein Familienstreit um das Land, um das Grundstück. Lavella hat einige Geschwister. Es gibt schon Berichte von früher, dass Lavella und ihre Geschwister sich um Land streiten würden. Also vielleicht waren einige der Geschwister eifersüchtig genug, um sie zu verletzen. Vielleicht ist da ein Streit eskaliert, denkt die Polizei. Oder vielleicht dachte irgendjemand aus der Verwandtschaft auch, dass sie die Marquardts dazu bringen können, ihnen das Land zu überlassen, wenn die Kinder tot sind. Klingt jetzt auch nicht nach so einer wahnsinnig stichhaltigen Theorie, aber gut. Die Polizei überprüft Alibis, sie überprüft Motive. Die Familie, die Öffentlichkeit, alle wollen Antworten, also es ist auch ein gewisser Druck vorhanden. Und so wird eine spezielle Ermittlungseinheit gegründet, die sich auf dieses Verbrechen konzentriert. Der Bürgermeister setzt eine Belohnung von $5,000 aus für jeden, der Informationen liefert, die zur Verhaftung der Angreifer führen können. Die Polizei kehrt zum Tatort zurück und durchsucht das Haus nochmal und auch die Umgebung drum zu, einfach um einen Anhaltspunkt für die Lösung zu bekommen. Sie bringen forensische Teams mit natürlich, die alles durchkämmen, es soll ja nichts übersehen werden. Und sie erweitern diesen Suchbereich auch. Also sie konzentrieren sich erst aufs Haus, aber als sie dann dort alles durchsucht haben, weiten sie das aus. Und dabei stoßen sie auf einen Bewässerungsbach in der Nähe von dem Haus. Und da finden sie eine kleine Plastiktüte. Die hat da jemand reingeschmissen, offenbar in der Hoffnung, dass das Wasser sie mitreißen würde, aber die ist irgendwie an einem Ast hängen geblieben. Und so wird diese Tüte entdeckt und rausgezogen und da drin sind blutige Kleidungsstücke. Also die Mörder haben sich nach dem Mord wohl die Zeit genommen, sich umzuziehen, die Kleidung in eine Plastiktüte zu stecken und sie in den Bach zu werfen. Der Fund gibt den Ermittlern Zuversicht und die Anstrengungen werden nochmal intensiviert. Sie hoffen, sie haben jetzt eine gute Spur. Aber neben den ganzen einschlägigen Theorien, so diesen jemand aus der Familie oder Einbrecher oder sonst was, es gibt eine weitere Theorie und keiner will der Erste sein, der es ausspricht. Aber was wäre, wenn die Überlebende die Täterin ist?
Also erstmal die Tatsache, dass die Kleine sich als erstes in die Badewanne setzt, macht relativ wenig Sinn. Erstens ist die Situation gar nicht gegeben, aber selbst wenn, da sind Einbrecher im Haus, sie weiß gar nicht, ob die weg sind, ob die vielleicht noch da sind, da zieht man sich nicht nackig aus und stellt sich unter die Dusche oder setzt sich in die Badewanne. Damit würde man sich ja noch verletzlicher machen und noch mehr in Gefahr begeben. Außerdem, das macht ja Krach, wenn man so ein Bad einlässt. Das hätten die ja auch gehört. Die konnte ja nicht wissen, ob die vielleicht wieder zurückkommen. Also diese Sache mit dem Bad ist total, das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Der nächste Punkt ist, der Raum, in dem Janice sich versteckt hat, der ist durchwühlt worden. Sie sagt aus, dass die Angreifer das Zimmer betreten haben und sie nicht gesehen haben, was jetzt auch nicht so glaubwürdig ist. Die durchsuchen das ganze Zimmer, die durchwühlen alles, aber sie schauen nicht unter das Bett. Aber abgesehen davon, sie hat auch ausgesagt, sie hat sich im Zimmer eingeschlossen und dann unterm Bett versteckt. Die Tür ist aber nicht aufgebrochen, also wie sind die da reingekommen? Und ja, wenn die Tür von innen abgeschlossen war, dann war ja klar, dass da jemand drinnen ist, dann hätten die sie auch unterm Bett gefunden. Außerdem werden Blutstropfen im Zimmer gefunden. Es kann natürlich sein, dass die Angreifer in das Zimmer kommen, Blut an sich haben und da Blutstropfen verteilen. Der letzte Punkt allerdings ist die Nachricht, die Janice um 14.48 Uhr in den Gruppenchat ihrer Familie geschickt hat. Bei der Autopsie entdeckt die Polizei, dass der Todeszeitpunkt der Geschwister Marquardt nahe an 14 Uhr liegt. Also da ist über eine Dreiviertelstunde dazwischen. Was hat sie so lange gemacht? Warum hat das so lange gedauert, bis sie diesen Post abgesetzt hat? Und noch seltsamer ist der Facebook-Post, den Janice da geschrieben hat, in dem sie um Hilfe bittet, weil Eindringlinge im Haus sind. Da sind Emojis drinnen in diesem Hilferuf. Also vielleicht ist das automatisiert bei Teenagern, aber man würde, wenn man so einen Notruf absetzt, sich ja wahrscheinlich an das Nötigste halten und da sich nicht noch mit Emojis rumspielen quasi. Außerdem stellen die Ermittler fest, dass Janice nur wenige Minuten nach dem Posting, also nachdem sie auf Facebook geschrieben hat, Hilfe, ich brauche Hilfe und so, da hat sie ihren Nachnamen im Profil aktualisiert. Also sie postet einen Hilferuf mit Emojis in einer lebensbedrohenden Situation und dann, sie liegt angeblich unter Lebensgefahr unter ihrem Bett und da sind Einbrecher im Haus und das, was sie hat nichts anderes zu tun, als den Nachnamen auf Facebook zu ändern. Draußen sind drei gefährliche Angreifer, die gerade ihre Geschwister ermorden, aber sie ändert den Nachnamen auf Facebook. Die Ermittler denken, dass sie das vielleicht deshalb getan hatte, in der Hoffnung, dass die Polizei ihr Facebook-Profil nicht findet. Was natürlich Quatsch ist, das finden sie ohne Probleme trotzdem. Die Polizei entdeckt auch weitere Blutstropfen in den Räumen des Hauses, die keinen Sinn ergeben, zum Beispiel in der Waschküche. Aber diese Waschküche, die zeigt keine Anzeichen, dass da irgendwie ein Kampf stattgefunden hätte und die ist auch nicht durchwühlt oder durchsucht worden. Also es weist eigentlich nichts darauf hin, dass die Einbrecher in der Waschküche überhaupt drin waren. Dann gibt die Polizei das Haus wieder frei. Die Marquardts dürfen zurück ins Haus. Aber die Frage ist, will man zurück in dieses Haus, will man zurück in das Haus, in dem die Kinder brutal ermordet worden sind? Da sind ja auch noch die ganzen Spuren, da ist alles schmutzig, da ist immer noch alles voller Blut und ja, Chaos, was die Einbrecher verursacht haben. Lavella ist komplett mit den Nerven fertig, natürlich, und sie ist aber jetzt wieder in diesem Haus, wo soll sie auch hin? Sie muss da irgendwie zurück und sie sagt, boah, ich will einfach nur irgendwie beschäftigt sein, ich muss was tun, und sie fängt an aufzuräumen und zwar in Janice Zimmer. Dabei stolpert sie über einen Ausweis, den sie nie zuvor gesehen hat. Der gehört nicht zu ihren Kindern. Es ist der Ausweis von einem 17-jährigen Mann. Sein Name wird der Presse gegenüber nicht bekannt gegeben, aber er wird als Marlin bezeichnet. Also ich glaube, das ist nur so ein Pseudonym, so, keine Ahnung, Name der Redaktion bekannt oder so. Ihr kennt das ja. Lavella jedenfalls kennt diesen Marlin nicht. Sie hat ihn in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen. Warum um alles in der Welt ist ein Ausweis von ihm in ihrem Haus? Und sie meldet das natürlich den Beamten, den Zuständigen.
Außerdem melden sich am Tag der Morde einige Augenzeugen und die haben diesen Marlin auf das Haus der Marquardts zugehen sehen. Nicht nur die Nachbarn, sondern auch ein Ladenbesitzer dort in der Gegend, der wird befragt und auch der sagt, dieser Marlin sei bei ihm hereingekommen und er hat gefragt, welches Haus das Haus von den Marquardts ist. Ein Motorradfahrer sagt aus, er hatte Marlin an diesem Tag sogar zum Haus der Marquardts gefahren. Also dieser Marlin ist eine große heiße Spur. Dieser Marlin hat offensichtlich irgendwas mit Janice zu tun, denn warum sonst sollte sein Ausweis in ihrem Zimmer gefunden werden? Also wird auch sie aufs Revier gebracht und verhört. Und Janice sagt, ja, ich kenne Marlin, also die macht da gar kein Geheimnis draus, das haben die Ermittler gar nicht erwartet. Aber ich glaube, sie hat gar keine richtig gute Erklärung. Sie wird da befragt, sie soll erzählen, woher sie den kennt, wer das ist und so weiter. Und es dauert gar nicht lang, bis Janice zusammenbricht und zugibt, dass sie was mit den Morden zu tun hat. Janice hat einen Anwalt bei sich, den ihr möglicherweise noch die Marquardts gestellt haben. Das weiß ich aber nicht, das ist jetzt nur meine Vermutung. Und sie gibt jetzt zu, dass sie und ein weiterer Komplize die Morde geplant haben. Dieses Geständnis selber wird nie veröffentlicht, man erfährt nur, dass sie gestanden hat. Es ist jetzt nicht angegeben, welche aktive Rolle sie bei dieser Tat gespielt hat und ob sie tatsächlich an den Morden beteiligt ist. Allerdings, wenn man sich die Verletzungen ansieht, wenn man sich ansieht, wie persönlich diese Morde waren, dann ist es auf jeden Fall naheliegend, dass auch sie da Hand angelegt hat. Janice wird also verhaftet und auch dieser 17-jährige Komplize von ihr, wo ich davon ausgehe, dass es sich dabei auch um diesen Marlin handelt, obwohl das nirgends explizit tatsächlich steht. Also das Einzige, was ich finden konnte, ist, dass dieser Komplize für die örtliche Kirche tätig ist, dass er dort im Gemeindesaal arbeitet und den vor Beginn des Gottesdienstes herrichtet oder so. Janice Facebook-Profil beinhaltet Bilder mit einem anderen jungen Mann, den sie als ihren Freund bezeichnet. Und das ist aber nicht Marlin. Dieser Freund wird auch ausfindig gemacht und von der Polizei befragt, aber es stellt sich heraus, dass der gar nichts damit zu tun hat und auch nichts davon wusste. Seine Aussage ist aber sehr interessant, weil er sagt, er hat den Facebook-Post von Janice gesehen, in dem sie ausflippt, weil sie denkt, da wären Einbrecher im Haus. Und er hat sie angerufen, als er diesen Post gesehen hat und sie hat abgehoben, aber nicht geantwortet. Also es war einfach still in der Leitung. Er hat auch keine seltsamen Geräusche oder irgendwas gehört und nach ein paar Sekunden hat er dann einfach aufgelegt. Und er sagt, er nimmt an, dass nicht wirklich was Schlimmes passiert ist, sondern dass sie nur Aufmerksamkeit wollte. Also entweder ist der Typ der schlechteste Freund der Welt oder möglicherweise hat Janice solche Aktionen in der Vergangenheit schon öfter gebracht, weil, keine Ahnung, man sieht so einen Facebook-Post, Hilfe, Hilfe, wir werden überfallen, da sind Einbrecher im Haus. Man ruft an, der hebt ab, aber sagt nichts. Also ich würde das als Bestätigung sehen, dass da Einbrecher sind und dass derjenige am anderen Ende nichts sagen kann. Also keine Ahnung, was in dem Kerl vorgegangen ist. Die Polizei jedenfalls hat Marlin ausfindig gemacht und herausgefunden, dass er vorbestraft ist, vor gar nicht allzu langer Zeit mit illegalen Drogen erwischt worden ist. Er hat keine Chance, seine Verbindung zu den Marquardt-Morden zu leugnen, schon allein, weil sie Gwens Telefon, ihr Handy in seiner Tasche finden. Aber warum das Ganze? Das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Die Marquardts haben Janice aufgenommen, die bieten ihr quasi das beste Leben, was sie haben kann. Sie bieten ihr Geborgenheit und Liebe, eine Familie, sie bieten ihr eine Schulbildung. Warum zum Teufel würde sie dann hingehen und ihre Geschwister ermorden? Naja, die Marquardts denken, Janice ist ein Waisenkind in Schwierigkeiten. Sie denken, sie braucht eine Chance auf eine bessere Zukunft. Aber das ist alles gar nicht wahr. Janice ist kein Waisenkind. Ihre Eltern sind nicht tot. Sie haben sie auch nicht verlassen. Sie hat sogar Kontakt zu ihrer Mutter, regelmäßigen Kontakt zu ihrer Mutter über Facebook. Ihre Eltern, Michelle und Juanito, die haben nicht so viel Geld. Die meisten ihrer Mahlzeiten, als sie aufwächst, die bestehen nur aus Süßkartoffeln. Also die sind wirklich arm, wenn sie keine Süßkartoffeln mehr haben, fragen sie die Nachbarn, bitten sie um Reis oder sie essen fast verfaulte Bananen. Es ist also wirklich schwierig, Janice hatte keine normale Kindheit, sie war nie sorglos. Der Vater ist ein Trinker und ein Choleriker,
der sehr verbittert darüber ist, dass er so wenig Geld hat. Janice wurde tatsächlich 2013 auf einem Boot gefunden. Es ist aber schwer zu sagen, ob sie ausgesetzt worden ist, wie sie behauptet, oder ob sie vielleicht ihre Familie freiwillig verlassen hat, also ob sie vielleicht einfach davongelaufen ist. Warum sie so eine Geschichte erzählt hat, weiß man natürlich nicht, aber es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten. Also klar kann es von vornherein gewesen sein, um die Leute zu täuschen, um Mitleid zu schinden und aufgenommen zu werden. Vielleicht ist es ihr aber auch einfach peinlich. Vielleicht sind ihre Eltern für sie gestorben nach all dem, was passiert ist. Also es wird spekuliert, dass sie einfach nur von den Marquards aufgenommen werden wollte. Aber dass all dieser Schmerz dann wieder zum Vorschein gekommen ist, als sie gesehen hat, wie liebevoll die Marquardt-Familie sich um ihre Kinder Gwen und Louis kümmert. Es wird vermutet, dass das alles war, was Janice auch wollte, dass man sich so gut um sie kümmert. Aber je wohler sie sich mit diesen Privilegien gefühlt hat, die ihr die Familie geboten hat, umso unzufriedener scheint sie geworden zu sein. Also das ist alles jetzt nur eine Theorie, aber es wird vermutet, dass sie eben sieht, wie Gwen und Louis halt auch von den Eltern geliebt und verehrt werden und dass ihr das nicht gefällt. Sie hat fast die gleiche Liebe und Wertschätzung entgegengebracht bekommen von der Minute an, in der sie adoptiert wurde. Aber sie ist nicht zufrieden, sie will einfach alles haben. Cruz Marquardt glaubt, dass das der Grund für den Tod seiner Kinder ist, denn laut ihrem Geständnis war sie wohl auch eifersüchtig und neidisch. Das heißt, kurz gesagt, die Theorie ist wohl, sie hat ihre Geschwister getötet, um die ganze elterliche Zuneigung zu kriegen, um das nicht mehr mit den Geschwistern teilen zu müssen. Am Morgen des Mordes hat sie ja die neuen Eltern zum ersten Mal Mama und Papa genannt, was im Nachhinein schon auf ihre Eifersucht und ihren Glauben, dass sie bald die einzige Tochter sein würde, anspielen könnte. Vielleicht hat sie das Gefühl, dass sie niemals mit Gwen und Louis konkurrieren könnte, dass die immer vorgezogen werden würden, weil sie leibliche Kinder sind. Und vielleicht denkt sie, ja, sie kann nur dann wirklich ihre Tochter sein, wenn die leiblichen Kinder weg sind. Wie gesagt, das ist eine Theorie. Ob das wirklich das Motiv ist, weiß man nicht. Die Polizei findet Textnachrichten auf ihrem Handy. Das ist ein bisschen verwirrend, also ich weiß nicht ganz, welchen Schluss wir daraus ziehen sollen. Aber sie schreibt mit einer Person, die Identität von dieser Person wird nicht veröffentlicht, die wird geheim gehalten. Janice schreibt: Es gibt 7 Leute, die ich töten will. Ich werde ihnen nicht sagen, wer sie sind, weil sie mich anzeigen könnten. Aber das ist alles, was ich noch tun muss, bevor ich endlich die Freiheit erhalte, die ich will. Und diese andere Person antwortet: Tu es nicht, denk erst darüber nach und tu es dann, wenn du kannst. Und dann lachen beide und sie schreibt ihm zurück: Ich denke, ich kann es jetzt tun. Sag mir, denkst du, irgendjemand würde mich noch nehmen oder mich akzeptieren, wenn ich jemals jemanden umbringe? Heißt es nicht, dass egal wie groß deine Sünden sind, selbst wenn du jemanden umbringst, du nur darum bitten musst, richtig? Ich meine, sogar Soldaten töten Menschen, also sollte ich das auch dürfen. Die andere Person schreibt zurück: Du bist verrückt, Janice, aber für mich ist es okay, denn ich habe jemand Besonderen, der mich noch lieben und akzeptieren wird. Janice schreibt: Ich meine es ernst, ich will ein Marine sein. Und er sagt, dass Soldaten keine Leute töten, die sie nicht selbst töten würden. Daraufhin meint Janice: Ich will einfach nur endlich glücklich sein und das tun, was mich glücklich macht. Ich will mir keine Sorgen mehr über die Leute um mich herum machen. Und dann wird sie wütend und sie schreibt: Was soll's, wenn du es nicht mit mir tust, dann finde ich eben jemand anderen, der es tut. Ich kann meine Umgebung einfach nicht mehr ertragen. Und die andere Person antwortet: Hast du nichts Besseres zu sagen als nur das Gleiche? Kannst du dir das vorstellen? Ich denke, es wird Spaß machen, jemanden zu töten. Und sie sagt: Ich will es dir aber noch nicht sagen, weil du mich sonst den Behörden melden könntest. Diese Konversation findet statt, als Janice noch bei den Marquards lebt.
Und sie ist schon relativ, auch wenn man nicht alles versteht, um was es da geht, was sie meinen, ist schon relativ eindeutig, finde ich. Bereits am 16. Dezember, also 6 Tage nach den Morden, werden Janice und Marlon verhaftet. Sie kommen allerdings nicht ins Gefängnis. Also es ist sehr naheliegend, dass dieser Marlon auch diese Person ist, mit der sie da schreibt. Also es würde Sinn machen. Sie werden nicht ins Gefängnis eingeliefert, weil sie noch minderjährig sind, aber sie werden in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Jennys leibliche Mutter sagt zu ihr, du bist auf dich allein gestellt, aber sie bleiben über Facebook über Kontakt. Diese Mutter hat zudem die Marquardt-Eltern einmal getroffen, also sie hat sie gesucht und sie trifft sie auf dem Friedhof vor den Gräbern von Gwen und Louis. Und Jennys Mutter, die geht auf sie zu, sie kniet nieder und ja, sie bittet um Verzeihung. Sie sagt, es tut mir so leid, jedes Mal, wenn ich ihre Fotos sehe, kann ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich fühle, was du fühlst, also. Die ist richtig am Boden zerstört. Die kann das auch nicht fassen, was ihre Tochter da getan hat. Lavelle aber, die hilft der Frau wieder auf, sodass sie sich Auge in Auge gegenüberstehen. Und sie sagt zu ihr, stehen Sie auf, Sie brauchen nicht vor mir zu knien. Und dann sagt sie sowas wie, wenn Sie nur wüssten, wie schmerzhaft es ist. Also Jennys Mutter ist am Boden zerstört über das Verhalten von ihrer Tochter. Sie lässt ihre Tochter aber auch nicht fallen. Sie versucht, sie zu treffen, sie zu besuchen in dieser Jugendstrafanstalt. Das wird ihr aber nicht gewährt. Sie darf sie nicht sehen. Die beiden Mörder werden getrennt verurteilt, jeweils einmal für den Mord an Louis und einmal für den Mord an Gwen. Und diese Prozesse werden auch nacheinander geführt. Das erste Urteil lautet, dass sie für 10 Jahre in einer Jugendstrafanstalt untergebracht werden und eine Therapie machen müssen. Das empört natürlich die Öffentlichkeit und vor allem die Eltern der Kinder, also die Marquardts. 10 Jahre Jugendstrafanstalt ist nichts für einen Mord an ihrem Kind. Sie beginnen Interviews zu geben, sie sprechen mit Beamten, sie gehen ans Fernsehen, um Druck auf die Justiz auszuüben. Und nun bekommen beide 22 Jahre Gefängnisstrafe für den zweiten Mord, was bedeutet, insgesamt sind das 32 Jahre, die sie jeweils im Gefängnis und in der Jugendstrafanstalt verbringen müssen. Nachdem die Prozesse vorbei sind, gibt Lavella ein weiteres Interview, ein ziemlich herzzerreißendes. Sie sagt, dass sie aufgrund ihrer Religion bereit ist, Janice zu vergeben, dass sie versucht, Verständnis aufzubringen und dass sie in Janice auch ein Opfer sieht, das Opfer ihres eigenen Lebens. Sie war einfach ein Opfer des Systems, der Umstände, ein Opfer der Armut, der fehlenden Bildung. Und sie sagt, dass sie Janice vergeben möchte. Janice selber ist völlig leer. An einem Tag im Prozess nehmen die Marquardts Blickkontakt mit Janice auf. Und sie sagen, das Gesicht von ihr ist völlig leer, keine Reue, keine Schuld, auch keine Wut, Traurigkeit, Verwirrung, nichts, einfach nur kalte Gleichgültigkeit ist darin zu sehen. Also Janice scheint es auch nicht wirklich leid zu tun. Cruz und Lavella Marquardt, die Eltern unterziehen sich einer Therapie, sie befinden sich in einem Heilungsprozess. Sie eröffnen in Erinnerung an Gwen und Louis ein Restaurant. Im August 22 starten sie damit. Sie haben die Wände in schönem Rot und Gelb gestrichen. Sie nennen es Casa MM. Sie servieren Reisgerichte. Sie haben eine Dessertbar. Also, sie haben wieder was Neues auf die Beine gestellt. Beide sind nicht in den Schulbetrieb zurückgekehrt, sondern beginnen quasi ein neues Leben. Trotz all des ganzen Leides scheinen die beiden die notwendige Kraft aufzubringen, um weiterzuleben. Ja, man kann ihnen nur wünschen, dass sie das einigermaßen irgendwann irgendwie verkraften können. Auch wenn ich mir nicht so richtig vorstellen kann, wie man sowas verkraften soll. Ja, und das war der Fall von der Familie Marquardt und von Janice, die all das, was man ihr entgegengebracht hat, sie wurde in die Familie aufgenommen wie ein eigenes Kind. Die haben sie wirklich gut behandelt. Die haben ihr alles gegeben, was sie sich wünschen hätte können. Und das war ihr Dank dafür. Hat sie die beiden Geschwister ermordet, damit sie als Einzelkind dastehen kann und alles für sich haben kann? Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich fürchte, dass da einiges richtig, richtig kaputt war und ist und in Janice. Und ich kann kein Urteil abgeben, natürlich, schon gar keine psychologische Prognose, aber ich würde sagen, da müsste es eine Diagnose geben. Was meint ihr? Was war ihr Motiv? Denkt ihr, die war einfach oder die ist einfach komplett
gestört und daneben eine Psychopathin, was auch immer? Oder denkt ihr, dass sie einfach nur gehofft hat, dass, ja, dass sie dann als Einzelkind noch besser dran ist? Ja, schön, dass ihr wieder da wart. Ich bin schon gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann. Ciao.